Was geht hier vor? Was hier vor sich geht? Ich erzähle euch, was hier vor sich geht. In diesem Fluss riskiere ich eine Lungenentzündung. Das geht hier vor. Mein ganzes Leben sitze ich um diesem Fluss und kein einziger Fisch beißt, außer die Bader und dann unten der Helikopter sind mir auch schon wieder weg. Arschloch-Helikopter. Ich liebe alle deine Filme, besonders die früheren, die lustigen. Wovon redest du? Tut mir leid, ich muss dich mit jemandem verwechselt haben. Ja, das ist Brad Pitts Onkel. Richtig! Swagrid! Ich bin Swagrid! Baby! Weißt du was über Yetis? Meine Großtante Louis hat einen Yeti geheiratet. Ja, deswegen siehst du so aus. Er harrte immer auf Omas Phyllis-Sofa. Das erklärt den Familienstammbaum. Was soll das mit dem Hubschrauber? Dieser Hubschrauber ist der Fluch meiner Existenz, wie ich schon gesagt habe. Jedes Mal, wenn ich genug Fische gefangen habe, um mein Netz zu füllen, kommt dieser Hubschrauber an und bringt die Fische zum Wolkenöl-Restaurant in Central Dis, Minnesota. Wie traurig. Ich weiß, es ist, als würde man in einem Norman Miller-Roman feststecken. Was weiß ich, ich konnte nicht schnell genug lesen, egal. Ja, aber ganz ehrlich, was für ein Lappen? Der soll sich einfach mal umdrehen, den Kram nehmen und dann weggehen. Oder einfach mal Netze nehmen, wo kein Seil dran ist. Ja. Wetten, der hier stammt auch aus der Stammbaum des Yetis und der Tante. Also unser Mr. Country Star. Hast du Conroy Bumpus gesehen? Nö. Ich will keine Country-Musik anhören. Wenigstens einer, der Geschmack hat. Denn immer, wenn ich dies mache, habe ich ein unkontrollierbares Verlangen, viel Bier zu trinken und verbotene Dinge mit Tieren zu tun. Das steht da, das habe ich nicht gesagt. Vielleicht sollte ich mich mal mehr um meinen Partner kümmern. Gut. Wir merken uns. Sam ist ein Tier, Max ist ein Tier. Niemals, niemals wird Country-Musik zu diesem Herren zurückkehren. Niemals. Also tun wir es nachher auf jeden Fall, würde ich sagen. Richtig. Sehr gut. Falls wir Country-Musik finden, und wir gucken uns die treuen Fische an. Ich will wissen, warum der Fisch da hinten ein Auto hat. Das ist ein großer Fiberglasfisch. Wieso hat dieser Fisch ein Auto im Mund? Na. Ja, latsch einfach hinten hin. Passiert zwar nichts, aber egal. Ja, dem Typen. Willst du ihm eine reinhauen oder wieso machst du da die Faust? Er verdient das auf jeden Fall. Es ist nicht. Er ist nicht mein Typ. Alles klar, Mac. Sam. Scheiß drauf. Und dann meine Lia. Ein dicker Fisch im Aquarium. Was für ein großes Filetstück. Ich nenne es Bubbles. Hallo, Bubbles. Und da haben wir noch Eimer. Wo sind denn bitte dann Buttercup und Blossom? ja. Wer das noch kennt, kann es ja uns mitteilen. Steht ein Mann nackt vorm Spiegel, er betrachtet sich und sagt, ja, mach du erstmal. Steht nackt vorm Spiegel und sagt, ja, mach du erstmal. Okay, der Witz ist schon besser, als den ich eigentlich gerade vorlesen wollte. Dachte ich mir. Okay, benutzen will er das nicht, aber ja, wir haben einen Eimer voll Fisch. Ich glaube, das mit dem Fischgolf könnte sogar doch noch funktionieren. Hinter. Und während du läufst, erzähl ich eins mit Witze. Steht ein Mann nackt vorm Spiegel, betrachtet sich und sagt, ach, 2 Zentimeter mehr und ich wäre ein König. Sagt seine Frau, 2 Zentimeter mehr und du wärst die Königin. Oh, da war der echt besser, den ich erzählt habe. Also den du erzählt hast, ohne aus Witz und ich den voll witzig gefunden habe. Oh mein Gott, und den zweiten, den ich kurz noch rein dafür. In welcher Zeitung steht, Mann warf seine Frau aus dem Fenster? In der Bildzeitung. Und in welcher Zeitung steht, Frau warf Mann aus ihrem Fenster? In schöner Wohnung. Du hast immer noch Country Music. So, dann gucken wir mal. Nee, das benutzen. Vielleicht können wir das ja einfach hiermit benutzen, wo vorher das Golf bei denen gestanden hat. Perfekt. Okay. Dieses Spiel will anscheinend wirklich, dass wir mit Fischen Golf spielen. Ja, das es will ich es. Nicht.
Das finde ich moralisch leider nicht gut. Das sollten wir mal ändern. Ich will gucken, ob ich dich mit dem Fisch auch nochmal ins Wasser schmeißen kann. Das wäre asozial und vollkommen richtig. Vor allem die Fische leben noch. Hallo, wie asozial ist das denn bitte? Bam! Wie bei Mario Golf damals. Jetzt aber bitte keine Schreiben an die Peter senden, nur weil Max hier mit Fischen Golf spielt. Es ist immer noch ein Videospiel. Gut, Das hat Pixelfische. Versuchen wir einfach mal hier was hinzuschwingen. Vielleicht verändern sich dann die Krokodile irgendwie. Also vielleicht... Aber irgendwas muss ja passieren. Ja, wie sollen wir zu Max kommen? Yeah, der Wahnsinn. Das scheint zu funktionieren. Nein! Du verdammtes, dummes Ding. Das wird wahrscheinlich in Rumprobiere hoch 10 enden. Herzlich willkommen zu Let's Try, und zwar Gator Golf. Aha, das hat schon mal funktioniert. Würde es Patrick schaffen, irgendwie diesen Alligatoren mal zu zeigen, wo es hier lang geht? Das ist die große Frage, die sich heute stellt. Ich denke mal, das wird genauso, als ob mit Beifahrer im Auto versuchen, irgendeinen Weg zu finden. Alter, ohne Witz. Kann er nicht aber da stehen bleiben, wo ich hinschlage? Kann er nicht, muss er nicht immer weiter schwimmen? Er liebt es einfach. Genial. Du willst mich doch verarschen, oder? hey, ich geh mal hier lang. Hey, ich geh da lang. Jetzt bin ich ja ganz am Anfang. Also cooler geht's eigentlich kaum. Ja, ja. Ich merk schon, das Ding liebt dich einfach. Ja! Ja! Es funktioniert! Jetzt brauche ich nur da hinten beide. Die hinteren beide. Und dann können wir Max den Arsch retten. Das wäre der Wahnsinn, dann kann ich dich auch mal wieder versprechen. Yeah! Du musst dich auch auf dumme Schlabberwitze zurückgreifen. Schlabberwitze! Witze! Ja! Das eine Wort mit Schlabber. Ich hab's mitbekommen. Vielleicht haben die Zuschauer drüber gelacht, ich nicht. Wie mobbst du mich so? Ich muss dich wohl wieder in Arcana halt abziehen, wenn ich bei dir bin. Das werden wir noch sehen. Ja, ja. Hey, ich spiel nicht so unfair. Hey, wir müssen nur eine Möglichkeit finden, das aufzunehmen, wenn die Leute sehen, wie ich hier den Arsch tritt. Ja, ja. Würde ich aber nicht empfehlen. Okay. Wenn du mal wieder hier hinkommst, wir zocken alle Spiele, die mir spontan einfallen, die ich hier so aufnehmen kann, auf dem PC und gucken dann, wer gewinnt. So Best of 10 Spiele, was weiß ich. Bin ich dabei, aber ich zock dich auch bei RTL ab, auch wenn es kein Spiel ist. Ich zock dich auch bei RTL, auch bei ProSieben. Ey komm, wenn RTL ein Spiel rausbringen will, wird es die Sims sowas von schlagen. RTL hat, glaube ich, sogar ein Spiel rausgebracht. Und zwar zu Alarm für Cobra 11. Ja, okay. Und Sat.1 hat auch ein Spiel zu Verliebt in Berlin rausgebracht. Und da gibt's ein Spiel zu? Da gibt's ein Spiel was zu. Was machst du da? Ich schäme mich, es zu sagen, denn es gehört zu einem meiner Lieblingsgenres, und zwar zu den Point-and-Click-Adventure. Aber was denn? Schaff es aus der Wohnung, ohne die Dusche zu betreten, oder was? Guck mal, ich hab's geschafft. Der Wahnsinn. Ey, du hast einen Big Man Parcours gefunden. Ja, das hat Max gesagt. Schaffe es, durch den Regen ins Büro ohne Wasser abzukriegen, weil sonst könntest du dich fast geduscht fühlen. Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Ich habe da nur mal... Red! Mann, das hat aber auch lang gedauert! Sei still, Max. Ich hasse diesen Sport. Ich will trinken, aber vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist. Du bist heute ein nervendes, kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich wehrlose Fische einprügele? Vielleicht sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Hab ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Arschloch! Fuck you! Fuck you! Leck mich, Sam! Ja, weiß auch ganz genau wo, kleiner Hase. Ja. Da, wo die Sonne nicht scheint. Richtig. Gut, was haben wir denn hier? Auf jeden Fall mal Luftlöcher. Du bekommst Luft. Dann bin ich mal so nett und öffne diese Tür. Du bist ja... Ist der Wahnsinn. Guck mal, hallo, hier, Sam ist der Nächste, Alter, ihr. So wie der da hochgekraxelt ist. Ja. Hey, Sam! Hey, was?
Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Dum, 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 dum. Story geht weiter. Dum, dum. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe, konnte ich nur da sitzen, in dieser schrecklichen Kabine, wartend. Hör auf damit, ich besorge dich schon einen Psychiater. Okay. Hier, da, du trägst das. Ja, das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Ich mir aber auch nicht. Das geht dich nicht an, Sam. Immerhin bin ich hier die Person, die Klamotten trägt und Taschen hat, du nicht. Ja. Aber wer weiß nicht, ob das nicht deine Schamhaare waren. Ich war da nicht drin, da warst nur du drin. Ich glaube, braune Schamhaare würden mir nicht so stehen. Just saying. Warte mal, das können wir sogar gerade... auf zu labern, ich weiß, dass das ein Büschel Yeti-Haare ist. Würde sich in einem Bilderrahmen gut machen. Ja, aber nur in deinem Haus. So. Ich möchte mal beweisen, so würde das aussehen. Ach du Scheiße. So sähe höchstens Pocahontas aus. Gut, als wir die Tür oben aufgerammt haben, hat sich eine neue Tür geöffnet. Die öffnen wir gleich und schreiten hinein. Jetzt geh schon. Geil mit dir, du Arsch. Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gulpwump, Washington. Lass mich mal sehen, ja. Dankeschön. Schau. Ich bin ganz arbeitslos. Naja. Zu schade, dass sie leer ist, sonst hätten wir sie schütteln können. The Mystery Vortex. So, wie jetzt? Da unten ist schüttel, schüttel, schüttel. Reinstecken. Genau. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Penis nicht einführen. Für Elmo, den Yeti. Bleib am Ball. Klick-klack. Sowohl, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Sowohl beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendwas ablenkt. Gibt es euch wieder eine hässliche Frisur? Warte mal, war der Maulwurfmann nicht im Tunnel beim Dings da? Wir haben doch... Stimmt. Auf der Kirmes war doch ein Maulwurfsmann. Da können wir doch mal nachschauen, bevor wir den Part beenden. Ja, da war definitiv einer, aber der redet ja wahrscheinlich einen anderen. So, jetzt haben wir den Gator Golf Park und die Fischdings da haben wir beseitigt. Hooray! Das heißt, hier gibt es nicht mehr viel zu tun? Doch, wir haben immer noch das riesige Wollknäuel und den Vortex. Also ich würde sagen, wir schauen erstmal beim Wollknäuel vorbei, weil das Vortex sieht irgendwie wichtiger aus und wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen Stimmung halten. Ja, ich gucke gerade mal nochmal nach, ob wir vielleicht doch nochmal hier mit dem Maulwurfmann über den Yeti reden können, weil wir seine Schneekugel gefunden haben. Ach nee, da müssen wir wieder mit dem Love-Tunnel fahren. Lass mal. Der Tunnel. Ich habe keine Lust, dass Andi wieder anfängt, sich zu nähern. Nee, und mein Arsch tut auch vom letzten Mal noch weh. Mal wieder ohne Kommentar, dazu werde ich nichts sagen. Und wir sind beim weltgrößten Wollknäuel. Ja, Leute, dem weltgrößten Wollknäuel. Irgendwie habe ich jetzt Hunger auf Spaghetti. Kann man hier hochlatschen? Ist das da unten der einzige Weg? Nein! Da geht's. Okay, wir haben zwei Eingänge. Wir haben einmal den unteren Eingang, der da ist. Und wir haben hier ein Ding, das nach oben führt. Da würde ich sagen, gucken wir erstmal unten in diese kleine Hütte rein, oder? Würde ich auch sagen. Jep. Kleiner Spaziergang. Sieht echt scheiße aus hier. Ja, wir sind so pixelig. Okay. Wieso fallen da Fische runter? Es regnet Fische. Das erinnert mich daran, was wie ist das in denn? Der Schule waren. Ich hab mich gerade mal vor dem Typen erschrocken. Wovon Snacker sprichst du? Ach du Scheiße, das ist ja wirklich ein Typ. Wir schmeißen unsere Fischköpfe auch aus dem Fenster. Oh mein Gott. Aus dem Fenster. Ja, aber das sind Forellen. Okay. Darf ich ihn sprechen gleich? Ja. Ich möchte nur kurz eine kleine Anekdote erzählen, als wir mal einfach. Die habe ich heute schon mal erzählt, witzigerweise. Als wir in der Schule saßen, einfach mal so ganz normal, gucken nach links aus dem Fenster, mal fällt ein Stuhl am Fenster vorbei. Was? Die Hälfte der Klasse guckt weiter nach links und es fällt einfach noch ein Stuhl ab. Da haben sich irgendwelche Lappen aus der Etage über uns einfach mal Stühle genommen und einfach aus dem Fenster geworfen. Hallo, geht's
jetzt noch? Gut. Mein Lehrer, der Gesicht meines Lehrers war einfach der Wahnsinn. So, ja, bleib mal hier. Ich guck mal kurz nach. Richtig cool. Alles klar. So, ja, ich gucke gerade mal auf die Uhr und wir sind gerade bei einer halben Stunde. Wir machen einen kurzen Cut, dann geht's sofort weiter. Aber wir lassen uns erstmal mit dem Anblick dieses netten Herren, den fallenden Fischköpfen und dem Gedanken an den fallenden Stühlen alleine. It's raining fish! Halleluja! It's raining fish! Halleluja! Gut. Reicht mit schlechter Musik. Bis gleich, meine Lieben. Reingehauen, Wiederschau!